Hey yo, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Gaia von Epochelli Arts. Und wir sind zurück hier in dem kleinen Städtchen, dessen Namen ich vergessen habe, in dem wir in der letzten Aufnahme Fethione di Gaia Renzo einen Drachen, einen Baby-Drachen, um genau zu sein, auf einem Dach bekämpft haben. Und wir bis heute immer noch nicht wissen, wieso. Was wir jedem erzählen wollten, bevor wir den Drachen bekämpft haben und danach niemanden mehr davon berichten wollen, weil wegen Gründen und ja, das denke ich fasst die letzte Folge ganz gut zusammen. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück in die Stadt, denn die haben wir noch gar nicht erkundet. Das wollen wir jetzt mal machen. Hallöchen, Popöchen, lieber Pirat. Ach du dickes Ei. Mann, ist der breit, wenn ihr versteht. Da sieht man's mal wieder. Finger weg vom Alkohol. Mann, Mann, Mann. Vielleicht ist es auch der Mann, ich weiß es nicht. Hallo. Die Musikanten spielen eine stimmige Musik. Ja, das mögen sie wohl tun. Oh, fabulös. Stößchen, Kleiner. Auch ein Schluck. Kleiner, Kleiner. Du hast meine Frisur geklaut. Nein, danke. Suikoden-Face. Was ist? Ich soll nur ein paar Bier für meinen Vater besorgen. Ich habe kein Problem. Ja, ja, sicher. Die trinkt er doch selber. Hajo! Wow! Vigilschen Juden! Wenn. Was, Juden? Wenn sich nicht besoffen bin, kriegst du von Mirji 100G. Wer ist Mirji? Und das sind Tepes und keine G. Was? 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 Egal. Hey, Rio, dich kenne ich doch aus dem Anfangsdorf. Hey, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist bei der Stadtmiliz! Oh Gott, der Horror! Ich möchte euch beitreten! Was? Seit wann wollen wir das denn? Tja, sorry, bei mir bist du leider falsch. Geh ins Rathaus, da kannst du dich einschreiben. Aber wir wollen das überhaupt nicht tun! Danke für die Auskunft! Willst du was Bestimmtes? Genau, warum spreche ich ihn überhaupt an? Also was? Nichts. Trotzdem danke. Aber wofür denn? Keine Ahnung. Awkward Dialoge sind awkward. Und der Typ lässt mich nicht mit dem Barkeeper reden. Die Sau. Jetzt muss ich verdursten. Er wird meine Rache noch zu spüren kriegen. Ich bin heute etwas gut drauf. Oh, guck mal, das war ja schon fast cool. Grrr. Ich meine, grrr, grrr. Grrr. Hallo, hallo. Na, was denn? Hast du noch niemanden beim Frühjobben gesehen? Und jetzt geh mir aus dem Weg, ich muss weiter. Du musst dann mal weiter. Oh nein, wo ist es denn bloß? Was? Was ist wo bloß? Ich hab keine Ahnung, wovon die Leute reden. Was machen wir hier überhaupt? Wir müssen, glaube ich, irgendwie ins Weiße Pferd oder so, irgendein Gasthaus in einer anderen Stadt, irgendwie sowas. Hallo, werter Freund. Guten Tag. Wohin des Weges? Oh, ich weiß noch gar nicht so recht, wohin genau. Na dann lass dich nicht beirren beim Herumirren. Und viel Glück auf deiner weiteren Reise. Wohin auch immer die gehen mag, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, dass er mit Gern ausgehen würde. Ich meine, wer ist diese Gern? Und warum erzählt er mir davon? Ich meine, ich kannte den Typen überhaupt nicht. Nee, echt jetzt? Ja, und dann hat er noch gemeint, dass... Oh Gott, Frauengespräche. Ich spreche doch gar kein Frauisch. Aha, was machst du denn da? Was geht? Irgendwas Neues zu berichten? Beim Kissenschleppen bekommt man nicht viel mit. Das kann ich für dich tun, wenn du Items kaufen oder verkaufen willst, musst du aber in den Laden gehen. Ich weiß, aber um Items geht es mir auch gar nicht. Ich wollte nur wissen, wie ich von hier ins nächste Dorf komme. Ich will in Richtung Logian. Welches Dorf liegt dort auf dem Weg?
Ich bin kein Vagabund, weil nur Vagabunden kennen sich in der Welt aus, denn wir anderen Bewohner dieses Planeten verlassen niemals unsere Heimatorte. Es tut mir sehr leid. Aber geh doch zum alten Terry. Der ist viel herumgekommen. Der weiß bestimmt Bescheid. Er wohnt irgendwo im Westen der Stadt. Danke für die Hilfe. Tschüss. Mach mal in den Laden gucken. Der ist ja richtig ladig. Fast schon einladend. Ach, ich Scherzkeks. So, hallo? Reden, warum nicht? Hi, sag mal, kennst du den alten Jerry? Der ist zwar schon in die Jahre gekommen, aber wenn du den Weg mal nicht weißt, frag ihn ruhig. Exposition. Kaufen, tauschen. Magisches Wasser, Antidoten, Maulwurfen. Zwei Antidoten und haben wir überhaupt MP? Ich glaube, wir haben sogar. Ach, wir sind ja so krass überlevelt. Ja, dann lass ich sein. Nipp. Handeln? Sorry, aber hier gibt's nichts zum Handeln in diesem Laden. Was? Was erzähle ich hier? Ein leeres Haus. Das ist ja. Das könnte ich ja quasi komplett kommentarlos abgehen, um euch mal eine kleine Pause zu gönnen, aber... Ach, Quatsch. Heute bin ich gut aufgelegt, heute müsst ihr das ertragen. Ihr... Noobs. Ich koche gerade, das hilft meiner Mutter sehr. Da kann sie ab und zu mal weggehen, weil ansonsten, wenn nicht jederzeit eine Frau am Herd steht, dann geht das Universum unter. Toll, aber so genau wollte ich es gar nicht wissen. Und anscheinend ist sie sogar weggegangen. Sie hat ihre Chance genutzt und kommt wahrscheinlich nie wieder. Haha. Das ist wahrscheinlich der alte Terry, der wo da alt ist. Und so. Tutentun. Das ist bestimmt das Rathaus. Wir könnten uns hier bei der Stadtmiliz einschreiben, was wir nie wollten. Tut mir leid. Aber wenn Sie eine Audienz mit dem Bürgermeister höchstpersönlich wünschen, muss ich Sie enttäuschen. Der Bürgermeister ist leider belegt von einem 30 Zentner schweren Walross. Ja, rufen Sie doch wieder an, wenn der Bürgermeister gerade frei ist. Ich will Soldat werden. Ha, und Haarmodel. Ich stehe hier aber schon 3 Stunden an. Was meinst du? Sollte ich vielleicht einfach hingehen und sagen, ich will Soldat werden, anstatt zu warten, bis der Rezeptionist auf mich zukommt? Das ist ja eine gar abstruse Idee. Das weiß ich doch nicht, Mann. Halt die Fresse. Vom Rumsitzen hat man jedenfalls keiner. Aber du hast gar keinen Stuhl. Das heißt, du... Weiß nicht, bist du in der Mitte, du bist so ein halber Soldat, keine Ahnung. Hallo, willst du dich vielleicht bei der Soldatenlegion einschreiben lassen? Du musst nur volljährig sein. Willst du den Job Soldat annehmen? Ja, von mir aus, mir doch egal. Okay, du bist jetzt offizieller Soldat. So einfach geht das. Keine Ausbildung, kein Training, kein Einstellungstest. Ist doch völlig egal. Das Einzige, was du machen musst, ist hier auf Seite 666 mit deinem Blut unterschreiben. Wenn du was erledigen möchtest, geh zum Bürgermeister. Du kannst deinen Job jederzeit unter den Jobeinstellungen im Menü kündigen oder dort über die einzelnen Jobsinfos einsehen. Und jetzt darf ich sogar eine Audienz beim hochheiligsten aller Bürgermeister, die oberste Autorität dieser Welt, vorsprechen. Was? Mit Arbeit? Moment. Ah ja, also pass auf. Wir haben eine Geldtasche von einem kleinen Kind bekommen. Wahrscheinlich hat jemand sie beim Shop am Marktplatz verloren. Also geh und finde den Besitzer. Dafür sind Soldaten da. Ja, von mir aus. Krieg ich noch einen Job? Hast du den Besitzer der Geldtasche gefunden? Wenn nicht, dann beeil dich. Oder ich sorge dafür, dass du höchstens im Seniorenheim Soldat wirst. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber... I say! Es ist wirklich schlimm. Schlimm.
Ich warte hier seit 5 Stunden. Ist es wirklich so, dass der Bürgermeister kein Interesse an der christlichen Fortbildung der Kinder zeigt? Wie überaus schockierend! Und ist es gar so, dass der Bürgermeister nur so tut, als wäre er beschäftigt? Denn in den 5 Stunden ist hier keiner ein- oder ausgegangen und ich höre ihn drüben die ganze Zeit schmatzen und pupsen. Aber wir können ja leider nicht aufstehen und nachsehen, denn wir sind NPCs. Was für ein tragisches Schicksal. Hi, was willst du denn vom Bürgermeister? Weiß ich noch nicht so genau, was mache ich eigentlich hier? Was? Du weißt es noch nicht so genau? Na, da musst du lange warten. Hinterstehen! Wer war das? Die Person war gar nicht hier. Wo ist die blonde Frau? Was? Na super, nur weil die Ernte von unserem Bauernhof verdorrt ist, muss ich jetzt hier anstehen und beim Bürgermeister Schadensersatz zu erbitten, denn dafür kann der Bürgermeister bzw. die Stadt oder allgemein die Regierung auch voll was für. Na dann, Kopf hoch, die nächste Ernte kommt bestimmt. Ich bin so lustig. Heute bin ich wieder so unerträglich hyperaktiv. Ich mag den Waffennamen. Wenn ich groß bin, werde ich ein Mitglied der Königsstage. Dann rette ich die Erde mit Schwert und... Okay. Oh. Oh Gott, es ist Guy der Guy. Mama ist einkaufen, wir sind alleine. Hurra, hurra. Der Guy ist da. Mama ist einkaufen, wir sind alleine. Whee. Und uns fällt nichts Besseres ein, als auf der Stelle zu hüpfen. Das wollten wir schon immer mal machen. Wir sind voll die Revoluzer! Woo! Reden? Ich hab gehört, die Verkäuferin im Itemshop soll bestechlich sein. Soldaten bekommen bei ihr angeblich Potions zum halben Preis. Was für eine Schmarotzerin, beziehungsweise Halunkinesse, die bietet Soldaten, die ihr Leben, unser aller Leben und unsere Stadt beschützen, halben Preis auf Heilitems. Diese geldgeile Schlampe. Ich glaub, mein Ding-Dong rotiert. Also, ich glaub, ich kauf mir gleich einen Speer. Nee, ein Standardspeer. Ein normaler, robuster Holzbogen. Ein Klaus-Handschuh. Nein, Clown-Handschuh für die Arme. Aha, der Handschuh kommt also an den Arm. Da muss man sich vorher die Hand abhacken. Und ein Schild aus robustem Buchenholz. Ja, was nehm ich denn da mal? Holzschild. Klaue ist eigentlich sowieso völlig wurscht. Komm wieder, ne? Das überlege ich mir noch. Nur wenn du dich gut führst, mein Freund. Holzschild, Klaue. Boah, passt schon so. Wir haben irgendwie Drachenherz, einfach so, weil es cool. Okay, jetzt machen wir erstmal hier unsere epische Sidequest. Vielleicht hat der Jogger das verloren. Was denn? Hast du noch niemanden? Oh, wir können leider nicht schneller sprechen. Oh. Meine ganze Energie geht fürs Shoppen drauf. Hast du sie vielleicht verloren? Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich habe mich ja gar nicht mehr an diesen hochinteressanten Dialog erinnert. Endlich! Danke für die Geldtasche. Das ist meine. Hab vielen Dank. Das ist meine. Du bekommst einen Soldatenpunkt auf deiner Soldatenkarte gut geschrieben. Das war meine Geldbörse. 100 Tebes Finderlohn erhalten. Das war meine. Auftrag erfüllt. Halt, stopp! Haltet die Dieben. Also nochmal vielen, vielen Dank. Nein, gib mir die Geld. Ach, was soll das? Ich muss mich beim Bürgermeister beschweren gehen, der Job suckt. Hallo? Hallo? Please? Und dann hat sie... Was, willst du mehr arbeiten? Nein, ich will mich beschweren. Moment, oh, nein, ich will mich doch beschweren. Ah ja, also pass auf. Südlich vom Beriton, das ist auch nicht nur der Name unserer Stadt, sondern des Flusses, nahe dem Mondlichtwald haben Leute ein Monster gesichtet. Da rennen viele Monster rum. Geh und beseitige es. Mit diesem Besen. Und dieser Kehrschaufel. Und machen wir das. Voll spannend, ne? Sidequest. Wow. Hui. Es wäre noch cooler, wenn sie wegfliegen und nicht einfach hüpfen würden. Diese Sprungkraft ist leicht unglaubwürdig. Bip, 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 bip. Boah, ich seh's schon. Stirb! Wow. Hi. Keine Fragen stellen, einfach niedermähen.
Moment, das ist gar nicht das Monster. Das ist meine Großmutter. Egal, niedermähen. Volltreffer gelandet, tot, Kampf gewonnen. Super, geil. Erfahrungspunkte, Tennis, High Potion. Okay, gut, bye. Du bekommst 2 Soldatenpunkte auf deiner Soldatenkarte. Gut geschrieben. Auftrag erfüllt, super, dubidu. Cool, noch ein Punkt, dann kriege ich 50 Rabatt auf mein nächstes Subway-Sandwich. Ich freue mich. Wie viele Sidequests können wir hier machen? Pass auf, wir haben einige Berichte, die sagen, in der Höhle hinter Periton gibt es irgendwo einen Kristall. Besorge ihn uns auch bitte. Okay. Einfach so. Wir wissen nicht, was wir mit dem Kristall anfangen wollen, aber ne? Kann ich hier vielleicht meine Punkte eintauschen? Hallo, bist du vielleicht bei deiner... Aber ich bin schon Soldat. Ich bin ja verwirrt, Mensch. Okay, bist du der alte Terry? Oh, holy shit! What? Was ist mit meinem Gesicht los? Hilfe! Hilfe! Ey, hast du mein Kleber für meine fehlenden Bartpartikel? Damit sie dann gleich in den Pub abhauen und sich volllaufen lassen, ja? Vergessen sie's! Ihr Penner seid doch alle versoffene Mistschweine! Ich denke überhaupt nicht in Schubladen, nö! Mein Mann ist Holzhacken gegangen. Hoffentlich passiert ihm nichts. Man sagt ja, einige Monster treiben sich seit neuestem im Wald. Im Wald ihr Unwesen. Das war schon richtig. Keine Sorge, es geht ihm sicher gut. Naja, er ist rot und hat eine Holzkeule. Oh. Ja. Danke für die ermunternden Worte, mein Junge. Hier, Sidequest erfüllt. Das hast du dir verdient. Es wird dir sicher helfen. Du bekommst eine Antidote. Mein Mann ist Holzhaken gegangen. Hoffentlich. Hey, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber wissen Sie, ich bräuchte dringend ein Antidot. Oh. Was soll das? Also, wenn jetzt jemand anders hier reinkommt und sie ermuntert, kriegt er nichts? Was für eine Bitch. Aha, du bist es aber. Oh Gott! Was? Mein Bruder draußen vor der Tür? Ja, gibt ihm bloß kein Geld. Er sagt, wir bräuchten eine Haartransplantation oder so. So ein Schwachsinn. Lorian, da hast du aber einen weiten Weg vor dir. Ja, ich weiß. Nun, den Weg zum nächsten Dorf würde ich schon kennen, nur mein Gedächtnis ist nicht mehr das jüngste. Und trotzdem empfiehlt mich immer noch jeder weiter. Wenn du mir eine Karte besorgen könntest, das könnte ich dann auch selber. Nein, dann könnte ich mich erinnern. Ich rede von einer Yu-Gi-Oh! Karte. Dann könnte ich es dir zeigen. Frag mal im Pub herum, da könnte dir jemand helfen, oder? Keine Ahnung, wo bin ich überhaupt? Ich bin alt, ich bin senil, mir fehlt mein halbes Hirn, also mobb mich nicht. Danke, werde ich tun. Alte Leute in Videospielen. Such a pain. Ach, geh doch weg, Taube. In die Arse. Und wer wird's wohl sein? Stößchen. Halt's Maul. Nein, dann. Oh, dann ist doch der Pirat. Verdammt. Eine Karte? Ich hab gar nichts gesagt. Deine Augen sagen mir eine Karte. Wenn du eine Karte brauchst, bist du bei mir richtig. Ich bin Matrose und mein Kahn ist kaputt. Nein, der Führer ihres Rudels ist kaputt gegangen. Der war schlecht, tut mir leid. Wenn ich nicht zur See fahre, brauche ich auch keine Karte. Hier, du kannst sie haben. Du erhältst die Karte Gebiet Periton. Zeige sie dem alten Terry. Ach nein, wirklich? Oh, ich muss weiter in Richtung Glasboden. Ahoi, Matrose. Und einer ist tatsächlich gegangen. Sehr fett. Oh. Und da ist er umgekippt. Ja, ich weiß, das ist ein anderer. Sieht aber genauso aus, also... Vielleicht ist das auch nur ein gefailtes Event. Also der sollte jetzt eigentlich erst da liegen. Weiß man's? Wisst ihr's? Nein, also haltet die Klappe, ihr Klugscheißer. Brains. Ah, die Karte. Dann lass ich mal sehen. Ja. Also, du
musst jetzt alle deine Zauber- und Pfeilkarten auf den Friedhof legen. Ja. Ah ja, die Stelle kenne ich. Bruchtal, das ist doch bei Darmstadt. So, und dann da. Ach, und hier. Und hoho, und dann bist du am Nordpol, so. Also pass auf, hinter Bariton liegt ein großer Fichtenwald. Durchgehe ihn, um auf eine kleine Höhle zu treffen. Und dann gehst du mit der Höhle auf ein Candlelight-Dinner. Die führt dich dann ganz schick aus durch eine Hügellandschaft, wenn du verstehst. Und du solltest auf dem Weg ein kleines Dorf passieren. Dort kannst du dich neu ausrüsten mit, du weißt schon, allerlei Spielzeug, so Schwerter und Stäbe und Latexrüstungen. Und wenn du weitergehst, gibt es eine radikale Landschaftsveränderung, die ist, nach einer kleinen Höhle aus dem Felsengebirge wirst du auf den Brecher treffen, den Brecher mit dem Becher, ein großer Berg, der mit Schnee bedeckt ist. Es liegt an dir, ob du über den Berg wanderst oder durch die Eishöhle gehst. Auf der anderen Seite des Berges ist dann irgendwo Lorian und das habe ich mir alles nicht gemerkt. Aber es ist auch egal, weil es bestimmt sowieso nur einen Weg gibt, gehen, guten, kicken tut, den ich gehen kann. Also ist doch völlig egal. Okay, vielen Dank für die Hilfe. Gern, mein Junge. Ich glaube, während unserer Unterhaltung hat dreimal meine Stimme gewechselt. Aber es ist ja egal. Jetzt weißt du Bescheid und schreib eine Postkarte. Ach ja, Random Encounter, ich vergaß. So, den Wald hätte ich nicht ohne die Hilfe von dem alten Mann und der Karte gefunden. Ist voll hart. Still. Das wird jetzt wieder ultra spannend. Oh, da sitzt ein Fuchs im Baumstamm. Snake greift an. Nicht Snake. Lasst mich in Ruhe, ich will mit dem Fuchs sprechen. Fuchs. Oh. Fuchs, you. So, das ist der... Oh, ich habe so viele Monster-Grafiken, Wald. Hau ich mal alles rein, was ich so hab. Meh. Der kleine Fuchs hat sich irgendwie in diesem Baumstumpf verklemmt. Ob ich ihm helfen sollte? Ja, natürlich, es ist ein Fuchs. Fuchs befreien. Yay! Jetzt wird er den Baum für mich fällen. Das war eigentlich als fucking Scherz gedacht, aber dieses Spiel ist bescheuert. Na nun, wohin ist der kleine Fuchs jetzt so schnell verschwunden? Like, er hat den Baum noch nicht mal gefällt, er hat einfach nur den... Er hat den Fluss trocken gelegt. Ja, der hat halt echt viel Hunger gehabt oder so. What the fuck? Was ist das Spiel hier? Wie bitte? Ich flüchte vor euch, weg von und so. Da oben geht's nicht mal lang. Der Fluss hat ja nirgendwo hingeführt, bestimmt. Ach Quatsch, oder der kommt nirgendwo her. Nein, und die Encounter sind hier überhaupt nicht viel zu hoch eingestellt. Jeden furchten Furz lang muss man hier kämpfen. Na, zum Glück hat der Entwickler vergessen, mein Level runterzusetzen oder die Version ist von irgendwem hochgecheatet, wer auch immer das gewesen sein mag. Ich danke dir, wenn das so ist. Wenn nicht, dann nicht.